Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ihr seht schon, Assassin's Creed Odyssey. Und ich bin echt gespannt, wie das Game wird. Der Vorgänger hat mir richtig gut gefallen, Origins. Und das soll ja noch viel, viel mehr Inhalt haben und viel mehr bieten. Mehr Crafting, also besseres Crafting-System und. Ich habe mir nicht zu viel durchgelesen, ich habe nur ein bisschen die Kritiken durchgelesen und es hat richtig gut abgeschnitten. Und ich muss sagen, ich freue mich riesig auf das Game, weil das letzte hat mir auch schon sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin echt gespannt, was uns hier in dem Game erwartet. Und ich muss dazu sagen, mal schauen, wie wir noch zu Spider-Man kommen. Ich werde es natürlich noch nebenbei aufnehmen. Spider-Man macht mir eigentlich bis jetzt eigentlich auch Spaß. Aber ja, Assassin's Creed ist halt riesengroß und hat eine Mindestspielzeit, glaube ich, wenn man nur jetzt die Hauptstory macht, von schon 70 Stunden. Also das ist ein großes Projekt auf jeden Fall. Und ja, müssen wir schauen, was uns hier erwartet. Ich würde sagen, wir fangen mal ein neues Spiel an. Und dann schauen wir doch mal, was wir hier machen müssen. So, jetzt denke ich mal, wird Zwischensequenz kommen oder sowas. Jetzt kommt ein Ladescreen. Okay. König Leonidas von Bereit, mein Sparta. König. Sag, Dinekes, bist du je mit deinem Sohn fischen gegangen? Nein, nie. Ich habe nur das Soldatenleben kennengelernt. Ich wäre gern mit meinem Sohn fischen gegangen. Stellen wir uns unserem Schicksal. Spartiaten! Jeder eurer Atemzüge hat euch zu diesem Punkt gebracht. Jeder Tropfen Blut, Schweiß und Tränen, all das führte euch dahin, wo ihr steht. Hier und jetzt. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Ich sage, wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut. Was sagt ihr dazu, Spartiaten? Für unsere Söhne. Für unsere Töchter. Für Sparta. Ja, schon richtig geil gemacht. Kommt mir ein bisschen bekannt vor, ich sag's auch gleich, woher. So, machen wir das Bildmarkgerät an, Leute. So, E1 für einen leichten Angriff. Können wir ausweichen irgendwie? Okay. Mir kommt so ein bisschen bekannt vor aus 300, muss ich sagen. Ja.
So, hier schon mal der erste Boss. Okay, der ist down. Sehr schön, geil. Ich weiß ja, müssen wir die Bosse killen oder was müssen wir machen? Die sind alle normal. Gehen wir mal hier hin. Oh, okay. Jetzt hier bloß noch der Name Xerxes und dann weiß ich Bescheid. Um den Gegner zu erfassen. Okay. Okay, ausweichen ist Viereck. Jetzt wollen wir die Deckung durchbrechen. Ah, okay. Okay, wir müssen hier ran anscheinend. Komm du Narr! Genug geredet, jetzt stirbst du! Mein Sohn ist der Krieger, als du es bist! Wenn ich mit dir fertig bin, werden alle Söhne Spartas Xerxes Sklaven sein! Spartas Söhne sterben lieber! Das lässt sich arrangieren! Mit deiner Armee bist du nicht mehr so vorlaut, was? Warum blutest du dann so stark? Okay, ist down, oder? Jawohl. Kein Gegner für Spartiaten. Geil. Und ich glaube auch, dass wir generell die Folgen ein bisschen länger machen, weil es sonst einfach zu viele werden. Oh, erste Trophäe. Verraten, mein König. Xerxes weiß von dem geheimen Gebirgspfad. Sie kommen. Bis zum Morgen seid ihr komplett umzingelt. Wir sind Spartiaten. Wann sind wir es nicht? Spartiaten? Dieses Wort wird nichts mehr bedeuten. Xerxes euch vom Angesicht der Erde. Boah. Geil. Den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen. Und dann morgen wird sich die ganze Welt erinnern. Geil. Wir sind Sparta. Endlich. Wow, das ist Cas Lela. Glaubst du wirklich, das ist der Speer? Oh ja, das ist es. Und das Buch lag fast genau darüber. Ich hatte noch nie so viel Glück in meinem Leben. Okay, los geht's. Willst du dem Ding wirklich trauen? Ich meine, das Buch könnte... Fein hoch, Victoria. Du bist der Boss, Boss. Ich bereite alles vor. Oh,
Okay, gut, pass auf. Ich habe seit dem letzten Mal ein paar Änderungen vorgenommen. Mit der modernen Technik kann man einfach nicht Schritt halten. Ich kann die Simulation auf die maximale sensorische Synchronisation einstellen, wenn du möchtest. Okay, wir spielen natürlich normal. Wie immer halt, jedes Spiel. Immer ein Schritt nach dem anderen. Verstanden. Wenn du das alles etwas intensiver erleben willst, kann ich die Einstellung auch später noch anpassen. Hier legst du fest, wie viele Informationen ich dir einspeisen soll, während du im Animus bist. Gameplay-Modus wählen. Geführter Modus. Ein eher traditionelles Spielerlebnis. Marker werden zu jeder Zeit angezeigt und Questziele erhältst du automatisch. Okay. Erforschungsmodus. Ein neuer Ansatz. Du musst die Welt selbst erforschen, um Zielpersonen und Questziele aufzudecken. Dies ist das Spiel, das wir Assassin's Creed Odyssey vorgesehen haben. Das heißt, ich muss mir alles selber rausfinden. Also normalerweise würde ich ja den geführten Modus spielen, weil es einfach, ich denke, für ein Let's Play besser ist und dass man halt nicht ewig sucht, aber ich will es jetzt einfach mal ausprobieren mit dem Erforschungsmodus, wie weit wir da kommen. Und wenn wir halt selber erforschen müssen, glaube ich, ist auch ganz cool. Ich habe bloß, ich denke mir halt bloß, ja, nicht, dass wir halt irgendwas Wichtiges einfach nicht finden und ewig lange rumspielen. Halt, weiß ich nicht, über mehrere Folgen, bis wir halt irgendeine Quest erledigen können. Aber komm, egal, wir machen den Erforschungsmodus und schauen einfach, wie weit wir kommen. Ich hoffe, man kann es dann vielleicht noch zurückstellen, wenn es dann zu schwierig wird. Also generell mag ich sowas schon, dass man selbst erforschen muss und das machen wir jetzt auch. Wie gesagt, umstellen können wir bestimmt später auch noch. Machen wir den Erforschungsmodus. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich komme klar. Ein bisschen Unabhängigkeit hat noch keinem geschadet. Zumindest glaube ich das. Gib einfach Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich kann die Hilfen jederzeit. Okay, man kann sie wieder umstellen. Hör mal, Leila, bevor du da reingehst, wenn dieses Buch recht hat, werden der Speer und die Geschichte alles verändern. Du setzt viel Vertrauen in eine ziemlich unzuverlässige Quelle. Historiker oder nicht, dieser Typ schrieb über magische Objekte und den Willen der Götter. Herodotos ist nicht Homer, sondern der erste Geschichtsschreiber. Und in diesem Text steckt mehr Wahrheit, als du vielleicht glaubst. Wem sollten wir bei der Suche nach ISO-Artefakten mehr glauben, als dem Mann, der sagt, er hätte einen ihrer Nachfahren getroffen? Ich weiß aber, du musst mir vertrauen. Vielleicht hast du recht und dieser Speer und das Buch haben nichts zu bedeuten. Aber etwas sagt mir, dass es nicht so ist. Und ich werde Abstergo nicht den Vortritt lassen. Du hast recht, wir haben sowieso nichts zu verlieren. Es gibt nur ein kleines Problem. Und das wäre? Das Manuskript ist in schlechtem Zustand, gelinde gesagt. Und die DNA auf dem Speer konnte zwei Personen zugeordnet werden. Du musst dich für einen der beiden DNA-Stränge entscheiden. Die Wahl liegt bei dir. Ah, okay. Wähle mit Bedacht. Du kannst deine Charakterentscheidung später nicht mehr ändern. Okay, Leute, ich glaube, wir haben jetzt immer einen männlichen Charakter gespielt, in allen Assassin's Creed-Teilen eigentlich. Das ist, was ich so gespielt habe. Ich glaube, ich habe nicht alle gespielt, aber fast alle. Und wir, glaube ich, nehmen mal die Frau. Genau, wir nehmen die Frau. Die hat zwei Brüste. Ist auch mal gut. Nehmen wir das. Nehmen wir die Frau. Cassandra. Der andere heißt Alexius. Okay, wir nehmen Cassandra. Na, wir müssen draufbleiben. Alles klar. Sie wird uns helfen, wonach wir suchen. Ich habe da ein gutes Gefühl. Alles klar, Boss, dann können wir anfangen. 431 vor unserer Zeit. Wir kommen. Der Beginn des Peloponnesischen Krieges. Viel Glück da drin. Ich will dir keinen Druck machen, aber es hängt alles von dir ab. Diesmal wird Abstergo nicht gewinnen. Wenn dieses Buch recht hat und wir das Artefakt wirklich finden, können die Assassinen endlich zu alter Stärke zurückfinden. Du schaffst das schon. Oh, und Victoria? Lies das Buch. Es enthält Geheimnisse, die ich alleine nicht finden werde, wenn ich da drin bin. Ei, ei, Captain. Mich würde halt auch interessieren, wie viel die Hauptstory halt anders ist mit dem anderen Charakter dann. Ob das recht viel Unterschied ist oder eher nicht. Aber ich weiß eben nicht, wenn ich das Ding hier durchgespielt habe mit weiß ich nicht wie viele Stunden, ob ich dann nochmal anfange. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Okay. Insel Kepalenia.
Okay, sieht eher aus wie ein Mann. Und die Oberarme an. Okay, ist eine Kriegerin. Lob hat eine Nachricht für dich. Sag deinem Boss, die kann er sich in seinen... Alter. Für letzte Woche! Malaka! Der hat eine Batterie. So, okay. Jetzt die drei. Du spielst gern die Harte, dann sei hart! Komm etwas näher, dann erlebst du es. Du solltest mittlerweile wissen, dass der Zyklop seine Schulden immer eintreibt. Du musst deine Lektion lernen. Wenn der Zyklop mich etwas lehren will, dann soll er selbst herkommen. Leg dich nicht mit dem Zyklop. Okay, haben wir schon. Jetzt muss die Störung wieder klarkommen, Leute. Letzte Woche? Diese Scheiße passiert jede Woche. Ich kann so nicht weitermachen. Ach, danke für die Warnung. Ach. Was ist mit dir passiert? Gar nichts, Phoebe. Es ist alles wieder gut. Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar, bedien dich ruhig. Hast du auch Hunger, Ikaros? Meinst du, Zeus wird mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Cassandra? Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. Nicht das wieder, ich werde Zeus für dich fragen. Okay, man kann hier also verschiedene Dialoge ausführen. Ob sich das auf die Geschichte auswirkt, weiß ich jetzt noch nicht. Mach mal, ich bin nett. Ich werde Zeus für dich fragen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Endlich. Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Ach. Was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malaka! Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Er sagt, der Wein wird ihn reich machen. Ich werde ihn besuchen. Okay, das ist die letzte. Seit wann hat Markus ein Weingut? Seit wann gehört ihm ein Weingut? Seit gestern, glaube ich. Also... Markus, der mir noch Drachmen schuldet, kauft ein Weingut? Von welchem von deinem. Geld? Weiß nicht. Wo genau auf dem Weg nach Sami? Wo kann ich Markus' neues, schönes Anwesen finden? Kennst du die Statue des Zeus auf dem Einos? Es ist südlich von dort. Okay, ich werde ihn besuchen. Nun, ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Phoebe. Nicht. Mei. Brauch mir eine Kohle selber, Bitch. Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Go, go! Oh, mein Kopf. Entscheidungen. Die Entscheidungen, die du triffst, haben offensichtliche und verborgene Konsequenzen. Wäge sie daher gut ab, da sich manche auf die Story auswirken und dauerhafte Folgen haben, okay? Finde ich geil. Ich hoffe mal, dass dann jeder in dem Spiel so ein bisschen sein eigenes Spielerlebnis bekommt. Oder ob es dann doch wieder so Entscheidungen sind, die sich eigentlich fast gar nicht auswirken. Ich bin gespannt, aber wie gesagt, man kann es ja jetzt nicht sehen, wie sich das eigentlich auswirkt, oder? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Fortsetzen. Verschwindet, ihr seid tot, okay. Ich bin nett. Komm, verschwindet. Genug jetzt. Sag diesem einäugigen Irren, wenn er euch nochmal schickt, schneide ich ihm sein anderes Auge auch heraus und verfüttere es an meinen Vogel. Hier ist noch mehr. In Ikaros. Ich treffe Markus,
Sobald ich angezogen bin. Okay, das ist so angezogen. So, ich mache mal das Bildmachgerät an, Leute. Und dann schauen wir doch mal. So, so fängt es an. Hol dir deine Ausrüstung. Okay, gibt es irgendwie eine Karte oder so? Okay, gibt es eine Karte. So fängt es an, empfohlene Stufe 1. Unsere Geschichte begann auf der abgelegenen Insel Kapalenia. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wo Cassandra von zwei Gruppen begrüßt wurde. Eine war freundlich, eine nicht. Beide hatten neue Informationen für sie. Aktuelles Ziel holt ihr der Ausrüstung Belohnung XP. Okay. Ja, das habe ich doch jetzt. So. Habe ich den hier? Okay, ist das anscheinend... Hier ist meine Quest. Okay. Hier gibt es schon mal Fragezeichen. Sehr schön. So, da oben sind unsere Ressourcen anscheinend. Karte, oben Inventar. Wir schauen mal Quests. Quests habe ich jetzt nur die eine anscheinend. Odyssee. Zeigt nur Odyssee. Warte mal, was ist denn hier drin? Okay, ich habe jetzt nur eine. Okay, ausgegraut ist weg. So, so an. Alles klar. So, okay. Halte X, um zu klettern. Interagieren, was kann man hier machen? Phöber hat wieder hier geschlafen. Armes Kind. Das ist doch kein Zuhause. Okay, da oben scheint... Oh, das wollte ich... Mach die den. Okay, durchsuchen. Sehen wir das an? Drücke Option, um das Inventarmenü zu öffnen. Wir haben bekommen... Was haben wir denn bekommen? Hier ist ein Ausrufezeichen. Sollte das jetzt ein bisschen... Schau, ich muss mir erstmal hier ein bisschen zurechtfinden. Okay, Jäger, Krieger, Attentäter. Okay, hier gibt es 3 Skillbäume anscheinend. Höhere Stufen erreichen. Okay. Ah, okay, alles klar. Okay, soweit sind wir eh noch nicht. Wir schauen mal hier rein. Was haben wir hier gekriegt? Eine Tunika. Okay. Hier haben wir auch was. Gürtel, Hüfte. Alles klar. Was haben wir hier? Beutel durchsuchen. Hier findest du eine Liste der gesammelten Questgegner. Tunika. Handelsgüter. Was ist denn das? Ein Bogen oder was? Zerbrochener Bogen. Ihr mag... ein besonders treuer Bogen sein, aber er ist zerbrochen und muss repariert werden. Okay. Das heißt, wir müssen Ressourcen finden wahrscheinlich, dass wir reparieren können. Schnell speichern. Ja, machen wir mal. Okay. Gut, öffne die Karte, um ein Ziel zu finden. Ziele ausmachen. Spüre das nächste Ziel mit Hilfe von Quest-Hinweisen oben links auf dem Bildschirm und Informationen auf der Weltkarte aus. Okay. Markus hat ein neues Weingut auf Kapalena gekauft. Es befindet sich auf der Südseite des Berges Enos. Okay. Enos. Wo ist Enos? Können wir zoomen? Können wir hier zoomen? Enos. Der Südseite des Berges Enos. Das müsste dann hier irgendwo sein. Auf der Südseite. Also denke ich mir mal, das wird irgendein Fragezeichen oder so sein. Unentdeckter Ort. Wir gehen mal die Fragezeichen ab, würde ich sagen. Aber die Südseite wäre auf jeden Fall dann hier in dem Gebiet sowas. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal dorthin. Das ist halt jetzt der Entdeckermodus. Man muss halt wirklich ein bisschen schauen, glaube ich, dass man hier irgendwas auch findet. Jetzt können wir aber erstmal ins Haus rein. Schauen, ob es hier noch irgendwas zu snacken gibt. Was gibt es hier? Suchen. Okay, wir haben einen Drachen gefunden. Ein sehr nützliches Geschenk von Markus an die kleine Cassandra. Aber gegen die Schläger des Zyklopen wird er mir kaum helfen. Okay.
wie Bettino weiß. Also ich sage euch gleich, das kann hier alles ein bisschen länger dauern. Wir machen das Spiel ganz, ganz in Ruhe. Oh, riecht das gut. Höchste Zeit, dass ich ihn leere. Okay, hier können wir einen Vogel holen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in die Richtung. Also wie gesagt, ich werde mir alles so ein bisschen angucken. Jetzt zum Anfang wahrscheinlich noch mehr, wie dann irgendwann in der Mitte des Spiels, denke ich mir. Aber erstmal sollen wir mal gucken, auf was man alles achten muss. Nur erstmal, die Welt ist auf jeden Fall riesig. Fuck. Okay, die ist sehr, sehr groß. Okay. Okay, hier haben wir einiges zu tun. Also, dann gehen wir nochmal da hinten lang. Kann man die killen? Okay, durchsuchen. Okay, wir haben auf jeden Fall Ressourcen bekommen. Ich weiß nicht, ob wir Zivilisten töten dürfen oder nicht. Okay. Hier unten ist eine Höhle? Mein Gott, okay. Ist das schon das Fragezeichen? Ja, das ist das Fragezeichen, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Höhle. Höhle des Tetis. Drachmen. Missionsziele vor Ort anzeigen. Schatz plündern, okay. Wir müssen auf jeden Fall tauchen, oder? Okay, Kreis gedrückt hat, um zu tauchen. Um aufzutauchen. Okay, unten scheint ein Schatz zu sein. Schatz plündern, okay, ein Holzschwert. Sehr wahrscheinlich nicht mehr rauskommen, oder? Ich komme nicht mehr raus. Alter, ich komme nicht mehr raus. Ich drehe durch. Ich sterbe das erste Mal jetzt gleich. Wo geht's hier raus, Leute? Oh Gott. Okay, das überlebe ich nicht. Weil ich überhaupt nicht mehr weiß, wo sie rausgeht. Scheiße. Da geht's raus. Alter. Huh. Okay, wäre ich fast das erste Mal schon mal gestorben. So, wir schauen uns doch mal rein. Ist es was? Holzschwert kann doch nur scheiße sein, oder?
Essen ins Inventar. Waldschwert. Was haben wir jetzt hier? Banditenschwert. Und das ist genauso 14 SPS, 4% Jägerschaden. Ist eigentlich genauso. Ich weiß nicht, können die kaputt gehen? Gewöhnlich. Okay, das ist genau das gleiche eigentlich. So. Dann schauen wir doch mal gleich aufs nächste. Scheint dort oben zu sein. Okay. Alpha-Tier erlegen. Okay. Schauen wir mal, ob wir das finden, das Alpha-Tier. Muss hier irgendwo rumkreuchen. Okay. Da scheint ein Alpha-Tier. Alter, willst du mir erzählen? Okay. Das war's schon, oder was? Hier ist ein unentdeckter Ort, hier ist ein unentdeckter Ort. Ich würde sagen, gehen wir doch mal hier runter. Können wir hier noch irgendwas? Mitnehmen? Drachmen? Gut, wann können wir denn nicht, oder? Ne, okay. Oh, sind ein Haufen Schiffe. Schaut schon geil aus. Ich spiele aber nur auf dem Full HD. Weil meine Capture Card. Ich habe zwar einen 4K-Monitor, aber meine Capture Card gibt es nicht her. Die zieht das 4K-Signal nicht zum Monitor durch. Ich brauche eine andere. Aber. Da muss ich erstmal schauen, was ich mir für eine hole. Entweder eine Elgato oder die AFA Media. Ich weiß es noch nicht. Muss mir die Tests mal anschauen und so. Schaut auf jeden Fall richtig nice aus. Oh, was haben wir hier noch? Drachmen. Okay. Da scheint irgendein Schatz zu sein. Schauen wir mal, ob wir den leer finden. Alter! Willst du mich verarschen? Puh. Okay, ich glaube, das lasse ich erstmal. Es waren zwei Angriffe, glaube ich, war ich down. Ich glaube, im Wasser, das lasse ich erst nochmal bleiben.
Nee, ich habe bei dem eigentlich gar keinen Schaden gemacht. Okay, dann lasse ich das bleiben. Habe ich jetzt wenigstens den Drachmen noch mitgenommen? Drachmen, wie viel habe ich da? Wo steht das? 7 mehr, das müsste passen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir aber hierher. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Das ist neu. Das war, glaube ich, in anderen Teilen waren nur Krokodile, aber die sind nicht getaucht oder so. Cool. Schon mit erster Neuerung, was wir gleich gesehen haben. Mikro ein bisschen weiter her hier. Eisbrocken. Oh, ist auch schon wieder so aus, oder? Frag der verlorenen Banditen. Schatzplünderung, das ist auf jeden Fall nicht so weit weg jetzt hier. Oh. Aufheben, den lassen wir liegen. So, jetzt wollen wir den Schatz hier plündern. Wo ist der blöde Schatz? Fragt er so lange Banditen. Er zeigt mir aber nichts auf der Karte hier an. Oh, ich schon wieder ein Hai, ich dreh durch. Weg, weg, weg. Die machen uns putt. Ich müsste doch aber eigentlich. Es müsste doch aber eigentlich hier gleich sein. 14 Meter. Da muss es sein. Ah, da ist es, okay. Ja? Schurkendolch. Quest abgeschlossen, okay. Der ist Stufe 3, können wir natürlich nicht nehmen, weil wir nicht Stufe 3 haben. Aber er macht auf jeden Fall schon mal einiges mehr Schaden. SPS 32. Okay. Unsere Quest ist immer noch offen. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir es jetzt finden. Können wir uns irgendwie einen Marker setzen oder so? Dann komm, wir gehen mal hier rüber. Oh, hier. Wie du bist. Hühnerei. Okay.
Südlich, das müsste ja hier irgendwo sein. Das komische Weingut da. Dorf Kausus entdeckt. Kapellinia, Land der verlorenen Träume. Kohle hier. Ich glaube, wir müssen uns hier komplett in den Häusern umschauen. Brennt. Anscheinend irgendwie ein großes Feuer gewesen. Bei den Göttern. Was ist hier passiert? Fällt jetzt erst auf. Okay, da oben. Das ist anscheinend ein Aussichtspunkt oder so. Der Südseite, das muss jetzt hier irgendwo sein. Groß, okay. Ich denke mal, es wird hier oben sein. Warte mal. Da. Okay. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast. Boah, ein Haufen Fragezeichen. Okay, dann gehen wir doch mal da hoch. Hier sind ein paar komische Ziegenböcke. Nehmen wir mit, weil wir brauchen bestimmtes Leder. Was ist das hier? Ein Wolf. Okay, die machen gut Schaden. Wir regenerieren uns auch gut. Passt. Markus Weingut. Ostrakon-Rätsel finden. Ach du Scheiße. Stehlen? Wenn ich mir beim Stehlen beobachte, wird er darauf reagieren und ein Kopfgeld wird erhöht. Okay. Ich denke mal, dass der Typ mich da sehen wird vielleicht. Ungenutzte Ausrüstung zerlegen. Du hast unbenutzte Ausrüstung und Gegenstände bei dir. Zerlege sie, um Ressourcen zu halten oder verkaufe sie. Okay, das kann man gar nicht lesen. Ich mache jetzt noch gar nichts, weil noch brauche ich nichts. Und klaue einfach mal alles. Herr, wie ich schon sagte, das geht so nicht. Warum? Es ist mein Hof. Ich pflanze, was ich will. Die Trauben werden absterben. Jeder einzelne.
Vergiss alles, was du über die Vergangenheit weißt, mein Freund. Zusammen revolutionieren wir den Weinanbau. Glaub mir, irgendwann blickst du auf diesen Tag zurück. Cassandra, den Göttern sei Dank. Vöbel war rechtzeitig bei dir. Ich kann dich noch hören. Ich war so besorgt. Der Zyklop schickte dir seine Hunde hinterher. Sicher nicht zum Spaß. Ich wünschte, du hättest es mir gesagt, bevor sie mich fanden. Aber das ist nicht der Punkt. Du hast ein Weingut gekauft, Markus. Ein Weingut? Warum nicht? Ich mag Wein, du magst Wein. Einfach jeder mag Wein und jeder kauft Wein. Warum also nicht von mir? Du weißt nicht, wie man Wein herstellt? Das wird schief gehen. Machen wir das Erste. Weil du nicht weißt, wie man Wein anbaut oder verarbeitet. Ich lerne sehr schnell. Man lässt einfach die Trauben wachsen und dann hat man Wein. Ach, so einfach ist das? Du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich einen Plan habe. Markus hat immer einen Plan. Also gut. Hast du dann das Geld, das du mir schuldest? Ob ich das Geld habe, das ich dir schulde? Natürlich. Naja, nein. Also nicht hier. Dann besorg es. Sofort, meine Beste. Sofort. Aber vielleicht solltest du das tun. In Sami gibt es so einen Händler. Ich bin nicht gut in solchen Dingen, wie du weißt. Ich soll meine eigenen Schulden eintreiben. Das Geld wartet in Sami nur auf dich, meine Beste. Wer ist dieser Händler? Doris. Du kennst Doris. Ein netter Kerl. Hör auf, Doris Geld zu leihen. Doris? Wie dumm kann man denn sein? Hör auf, ihm Geld zu geben. Er zahlt es mir immer zurück. Aber nur, wenn ich ihm drohe. Ganz genau. Alle gewinnen. Doris kriegt sein Geld, ich kriege meine Zinsen und du hast was zu tun. Gefalenia ist traumhaft, nicht wahr? Wo finde ich Doris? In einem Laden in Sami über dem Hafen. Das weißt du doch, Cassandra. Wird er auch dort sein? Ich bin noch nicht die Pythia. Woher sollte ich das wissen? Wie soll ich die Sache angehen? Nicht wie bei diesem Olivenölgeschäft. Das war ein bisschen zu viel. Ich habe das Geld bekommen. Und jetzt kriegen wir nie wieder was von ihm. Wenn du alle tötest, hat niemand was davon. Drohung und etwas mehr. Kein Problem. Was kaputt machen? Na gut. Stiehl ihm das Geld, wenn es sein muss. Aber stiehl mir nicht meine Kunden. Außer es lässt sich nicht vermeiden. Hoffentlich hat er mein Geld, Markus. Ich würde nur ungern das Weingut verkaufen. Keine Sorge. Oh, danach gibt es noch etwas anderes, worüber wir reden müssen. Danach. Gut, aber ich nehme ein Pferd. Es ist viel zu heiß und viel zu weit, um zu Fuß zu gehen. Aber... Sieh es als Zinsen an, Markus. Alle gewinnen, oder? Ja, meine Beste, natürlich. Such dir eins aus. Okay. Ein Hütte-Hü nehmen. Erzähl mir von dem Pferd links. Erzähl mir von dem da. Ah, Skyros. Du hast ein gutes Auge, meine Beste. Dieses Pferd überquert Gebirgspässe wie eine Ziege. Das in der Mitte. Was ist mit dem? Ah, eine wahre Schönheit hast du da gewählt. Dieses Pferd stammt aus Thessaloniki. Die sind für ihren Mut berühmt. Mir gefällt das Rechte. Sieht gut aus. Ah, das Mazedonische. Sie werden für den Kampf gezüchtet. Das ist ein echtes Schlachtross. Ach komm, ich nehme das Rechte. Ich habe mich entschieden. Welches soll es sein? Das da. Das Rechte. Ja, eine gute Wahl. Aber diese spezielle Rasse hat ein paar Marotten, die dir vielleicht nicht bewusst sind. Ich will nicht, dass du so ein unwürdiges Pferd bekommst. Das hier, das will ich. Bist du sicher, denn... Ganz sicher, Markus. Alle gewinnen, besonders du. Du hast den großen Phobos ausgewählt. Hat mich nie enttäuscht. Phobos. Denk daran, triff mich am Tempel in Sami, wenn du, dein Geld von Doris hast. Ah, Euterpe, es ist genug Wein für alle da. Keine Sorge. Nicht jetzt, du Narr. Phoebe wurde entführt. Von wem?
Lakaien des Zyklopen. Wem sonst? Einfach so auf offener Straße. Sag mir, wo sie hin sind. In Richtung des Strandes der Itimen. Boah, sind 1000 Namen, ey. Strand? Kann sie schwimmen? Ich hole sie. Ja, geh. Aber vergiss nicht den lieben Duris, Cassandra. So, aufsitzen. Komm schon, komm. Oh, ist aber schnell. Komm schon. Ella. Okay, ich werde das Pferd aber noch nicht nehmen, weil ich hier ein bisschen zu Fuß rumrennen will und alles ein bisschen erkunden will. Ostrakon-Rätsel finden. Sehen wir ein Fragezeichen? Ah, hier. Schauen wir mal. Jetzt schauen wir erst noch mal hier rein. Ah, da ist eine Kiste. Oh. Stufe 2 wieder mal. Schauen wir mal hier runter. Hier, irgendwo hat es mir angezeigt. Oder es ist einfach nur der Ort, also der Hauptort. Ich will wissen, wie es aussieht, ob es irgendwie Papier ist oder sowas, keine Ahnung. Hier scheint nichts zu sein. Wir gehen noch mal ein bisschen hoch. Ach, das ist ein Wolf. Okay, keine Ahnung, wo das jetzt sein soll. Das ist wieder Rätsel da. Ein Photon. Es ist in Ihnen sogar am Frosch.
Hier waren wir schon. Unten sind die Pferde. Okay, da scheint nichts zu sein. Okay, ich würde sagen, machen wir an der Stelle jetzt mal einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Vielleicht finden wir das Rätsel in der nächsten Folge. Und dann schauen wir, was wir zu tun haben. Wir müssen Fiobe retten. Genau, dann schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Das ist jetzt sehr, sehr cool gemacht, das Game. Und ich denke, das wird riesengroß. Gut, dann würde ich sagen, schaltet wieder ein. Und wenn ihr mich supporten wollt, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und Hilfe von Kommentar, Abo, Like, alles gern gesehen, wie ihr wollt, Leute. Gut, bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann, ciao, ciao. Euer Andi.